dafür, dass es Samstag ist, ist es noch viel zu früh am Morgen. Gar keinen Bock. Noch richtig müde. Naja, heute steht viel auf dem Programm, aber eigentlich nichts wirklich Geiles. Und das ist so ein Tag, wo man denkt, so, boah, muss das so sein? Aber also wenn ich hier auf meine Liste gucke. Einkaufen. Haarwaschmittel, weil das bekomme ich in Chile nicht, das was ich brauche. Hackfleisch und Mehl. Hm, immer gut, ne? Oder Geld abheben. Meine Festplatten vorbereiten. Putzen. Mein VW-Bus putzen und ausräumen. Alles Mögliche auf Facebook vorbereiten. Sonst noch einfach mal gucken, was noch so zu tun ist. Also, es ist eigentlich nicht so ein geiler Tag heute und das mag ich nicht. Wenn ich alles schaffe, dann kann ich heute Abend feiern gehen, noch ein letztes Mal in Deutschland. Und das wäre super schön. Das wäre super nice. Also mal gucken. Aber erstmal werde ich mich, glaube ich, jetzt duschen. Und wie ihr wisst, I love coffee. Ich liebe Kaffee. Und daher, was ist das Erste, was ich mir heute mache? Kaffee. Einen richtig guten Kaffee. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir einen guten Kaffee mache oder einen aus der Maschine. Eigentlich bin ich noch zu müde für einen guten. Ich glaube, mach mal einen aus der Maschine. Knöpfchen drücken und los. Jetzt hat mich gerade Tim, ein Kumpel, angerufen, mit dem ich heute Abend weggehe und mir gesagt, dass die Party eine Halloween-Party ist und da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Das Problem ist, ich habe nichts da, gar nichts für Halloween und man soll sich wohl verkleiden. Ich dachte, ich habe ein altes Seemannskostüm, da hätte ich so toter Seebär sein können, aber das finde ich nicht. Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Muss ich gucken. Vielleicht gehe ich euch einfach als ich. Toter Phil? Wäre das was? Versteht halt keiner, ne? Weil mich kennt keiner auf der Party. Schwierig. Ich bin gerade auf dem Weg in die City. In der Hoffnung, dass ich da irgendetwas finde, was ich mir anziehen kann für Halloween. Ich kann nicht mal so ein toter Superman sein. Weil ich blonde Haare habe, ey. Und ich habe keine Idee, was ich machen soll. Wow! Krass, das war die Sonne. Kommt gerade die Idee, ich könnte ja als toter Tourist gehen. Da müsste ich mir einfach nur im Prinzip ein Hawaii-Hemd anziehen, eine alte Kamera umhängen, Blut ins Gesicht. Ja, ich glaube, das mache ich. Finde ich ganz witzig. Bin jetzt hier einmal kurz über die Dächer Kiels geklettert, um mir noch ein kleines Timelapse zu machen, weil schaut euch diesen Blick an. Losgehen heute Abend. Shit, schon wieder. Ich habe ein Problem mit meinem VW-Bus. Jedes Mal. Ich kann immer 250 Kilometer fahren, bevor ich Wasser nachfüllen muss. Und eigentlich habe ich immer Wasser dabei, jetzt gerade aber nicht und das ist scheiße. Also wenn irgendjemand sich hier mit VW-Bussen auskennt, bitte, was ist mein Problem? Wieso habe ich immer dieses Problem mit dem Wasser? Zylinderkopfdichtung ist es nicht, der Zylinder hat auch keinen Riss. Es ist alles dicht. Ich bin am Verzweifeln. Ich weiß es doch nicht. Mann. Ich verrate euch jetzt einen Trick, wie man sich innerhalb von Sekunden für eine Halloween-Party fertig macht. Und zwar, es geht wie folgt. Ihr macht einfach, zählt einfach runter. Und dann schnippst ihr mit den Fingern. 3,
2, 1 und...